Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Erstmal vorab. Oh, wir können hier hoch. Aber hier ist nichts, okay. Erstmal vorab habe ich mir jetzt überlegt, dass ich am Stück halt aufnehme und das dann besser zusammencutte, weil das halt mit den Speicherpunkten manchmal echt doof ist und ich kann halt keine Save States machen. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das lieber so. Ja, besser als dass ihr dann irgendwann mal 5000 Überlänge-Parts ständig habt. Das wäre doof und dann kann ich das besser zusammenschneiden und so. Zu dir wollte ich nie. Eigentlich wollte ich. Hab ich nichts. Was haben wir denn so an Items? Ganz viele Sinelbeeren. Das packe ich mal weg. Die Sinelbeeren behalte ich mal. Die Plosivsamen packe ich mal weg. Behalte ich auch mal ein Top-Elixier, komm. Stopper packe ich weg. Öffnet eine Tür irgendwo in einem Dungeon. Sollte ich den behalten? Behalte ihn einfach mal, oder? Ah, ich pack den. Naja, ich pack ihn weg. Bevor wir ihn verlieren oder so. Wäre das doof. Und Geld. Ups. Eigentlich wollte ich alles mitnehmen. Wir können uns, glaube ich, eh nicht wirklich was kaufen. Wir haben nicht wirklich was an Geld. Ja, Viridium ist einfach bezaubernd, nicht wahr? Ich habe doch gerade vergessen, meine Kinnlade wieder vom Boden abzuheben. Wie bitte? Im Ernst jetzt? Mein Mund ist immer so komisch halb geöffnet. Herzlich willkommen im Kekleon-Laden. Kaufen bitte. Ja, wir haben kein Geld für den Belebersamen. Die Fanschale ist halt übel nice eigentlich, ne? Aber gut, wir haben nichts. Behilflich sein kannst du uns leider momentan nicht so. Doki, lass uns noch ein wenig gründlicher Stadtstadt nachforschen. Wer weiß, vielleicht hält sie sich ja noch irgendwo hier auf. Okay. Hallo. Oh ja, was? Du möchtest wissen, ob ich ein bestimmtes Pokémon gesehen habe. Es ist gelb und rappelt beim Laufen. Nein, so ein Pokémon habe ich nicht gesehen. Yes, ist wohl nicht vorbeigekommen. Okay, gucken wir trotzdem hoch. Nee, hier ist tatsächlich nichts. Wie ein Pokémon namens Dummiesel? Nein, das habe ich leider nicht gesehen. Der Dummiesel? Den habe ich nicht gesehen. Wir waren die ganze Zeit hier und haben gespielt. Aber niemand ist vorbeigekommen. Okay. Hier hinten vielleicht? Nö. Vielleicht hast du ja was gesehen. Na komm, wenn du sich Inhalte suchst, dann bist du hier genau richtig. Möchtest du ins Hauptmenü zurückkehren? Achso, nein. Möchte ich nicht. Hallo, hast du was gesehen? Komm, mal, Laden immer noch nicht aufmachen, das tut mir wirklich so leid. Ich sollte in Kürze in der Lage sein, Laden zu öffnen. Übrigens, sag mal, findet ihr nicht auch, dass ihre Rede wunderschön ist? Ich war so gern wie sie. Sie ist einfach so cool. Naja. Was, Viridium? Ja klar, er ist schon echt hübsch. Aber was kümmert mich das? Ich interessiere mich nicht für sie. Ich interessiere mich nur für eine. Ich habe nur Augen für sie. Chilabel. Hä? Er ist halt immer noch hier. Oh, das ist jetzt aber peinlich. Ich hätte das vorhin erwähnen sollen, aber mein Nahen hat nun immer zu. Und die Renovierungsarbeiten werden jetzt wohl nicht mehr so lange dauern. Also bitte etwas Geduld. Okay. Ja, dann ist sie hier tatsächlich. Oh. Okay. Weit und breit keine Spur von Dummiesel. Meine Güte, wo mag er bloß stecken? Oh, Molot, du kannst hier gerufen. Was gibt's? Ja, der ist nicht zufällig Dummiesel über den Weg gelaufen, oder? Dummiesel? Ach, ihr meint das kleine Pokémon, dem ihr aus der Patsche geholfen habt. Stimmt's? Ja, ich habe ihn eben noch gesehen. Echt? Wo? Wir sind dort hinten aneinander vorbeigelaufen. Er war mit Pokémon unterwegs, die ich noch nie gesehen habe. Ah, nein, stimmt. Während ich so durch die Gegend lief, konnte ich ein paar Gesprächsfetzen der drei aufschnappen. Oh Gott, ey. Du willst stärker werden, was? Da lässt sich schon was machen. Wir werden dir deinen Wunsch erfüllen. Wirklich? Ja, aber sicher doch. Wir kennen da eine bombensichere Methode, um stärker zu werden. Ach übrigens, hast du etwas Geld dabei? Ja. Du hast gezeichnet. Sind die Gebrüder Gladiantri?
Sehr freut, dich kennenzulernen. Ein kleines Stück von hier entfernt liegt ein Ort, den man die Karkschlucht nennt. Dort kann man nach Herzenslust trainieren und sich austoben. Lass uns gleich hingehen. Das war's im Großen und Ganzen, was ich von Ihrer Unterhaltung mitbekommen habe. Und mit diesen Worten sind alle drei dann irgendwohin verschwunden. Wirklich? So wie furchtbar? Mein Bericht scheint euch ja sehr zu überraschen. Hätte ich nicht gedacht. Obwohl, da fällt mir ein, dass eben ein anderes Pokémon ganz ähnlich reagiert hat wie ihr, als ich die Geschichte von diesem Dummiesel hörte. Wie? Ich spreche von dem Olga. Als ich ihm erzählte, was mit Dummiesel passiert ist, hat er genauso verstört reingeguckt wie ihr gerade. Er wurde kreidebleich im Gesicht wie von einer Tarantel gestochen davon. Doki? Ja, Dummiesel ist in Gefahr. Sie haben auch ganz sicher von der Karkschlucht gesprochen, ja? Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Wartet, was ist denn heute los? Bloß in alle gefahren. Oh, da war Viridium noch. Es besteht wohl leider kein Zweifel. Getrieben von falschen Versprechungen, er könne rasch stärker werden. Ist er dann diesen üblen Gesellen gefolgt? So muss es abgelaufen sein. Und der Molger wird sich aus lauter Sorge um seinen Freund direkt auf den Weg zur Karkschlucht gemacht haben. Loki, unsere Hilfe wird benötigt. Wir müssen schleunigst zur Karkschlucht. Ja, das müssen wir. Na komm, gehen wir auch gleich hin. Wohin soll die Reise gehen? Wir wollen zur Karkschlucht. Ja. Ah, das ist wieder ein normaler Dungeon. Das ist so ein normaler Dungeon halt. Ich will erstmal... Nein, ich will das angreifen. Drachenwut. Oh, das ist ein Feuer-Pokémon, okay. Ah ja, ist eine Kerze, wie es aussieht, ja klar. Alter. Okay, und es ist, wie es aussieht, eine Kerze, ein Feuergeist-Pokémon. Sonst hätte Gewissheit gerade nicht so viel Schaden gemacht. Da jetzt gerade nicht, okay. Ah. Ja, normal angegriffen. Au! Wie lange sind wir denn verwirrt? What the fuck? Oh, sorry, Floink. Okay, Gewissheit. Alter Vater. Drachenwut. Gewissheit. Okay, Geduld hätte echt viel Damage gemacht. Echt viel Damage. Okay, hier ist die Treppe. Okay, alles klar. Ja, weitergehen. Also, ich bin mal gespannt, wie sie es hier geregelt haben. Mit den IQ-Fähigkeiten, sag ich mal, wie sie in Mystery Dungeon Blau und, also in 1 und 2, vorhanden waren. Da konnte man ja verschiedene, Gummis essen. Blaugummi und so weiter für Wasser-Pokémon etc., um den IQ zu steigern, damit bestimmte IQ-Fähigkeiten entwickelt werden, mit denen man einige Vorteile dann hatte. Zum Beispiel solche Sachen wie, dass man bei Verwirrung keinen Schaden an Teammates zufügt. So, das gab's ja. Was? Kannst du jetzt mal... Warum? Jaha. Ganzen Expedit... Warum? Hä? Was ist das? Was? Was? Warum habe ich jetzt gerade was hat da eingesetzt, dass ich jede verkackte Attacke gefailt habe? Also sorry, aber was? Die erste Drachenwut ist schon daneben gegangen. Und danach, eine Drachenwut hat getroffen und dann hat jede Attacke verfehlt. Egal ob von mir oder von Daddy.
Nein, ich möchte nicht speichern. Warum? Also, jetzt mal im Ernst, warum? Was ist das denn für ein Müll? Also, sorry, dass ich mich da gerade drüber aufrege, aber das ist doch komplett Kacke. Was ist das denn für ein Schrott? Sorry. Aber das ist halt wirklich Schrott. Jede verkackte Attacke geht daneben. Was, warum? Das ergibt keinen Sinn. Ah. Wo war ich eben stehen geblieben? Ach genau, das, wenn ein Pokémon verwirrt ist, haben wir ja eben gesehen, gehen die Attacken oder die Schritte ja in irgendeine Richtung. Das heißt auch, auch in die Richtung unserer Teampartner. Zum Beispiel, wenn ich verwirrt wäre, könnte ich einfach irgendwo angreifen und dann würde die Attacke zum Beispiel auf Floink übergehen oder so. Keine Ahnung. Oder ich glaube auch, wenn man nicht verwirrt ist, gibt es die IQ-Fähigkeit? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall auf Verwirrung bezogen jetzt. Dass dann die Attacke dem Teampartner keinen Schaden mehr zufügt. Sondern halt einfach so gesehen an ihm abprallt, beziehungsweise daneben geht. Und die, das ist halt, das war halt eine meiner Lieblings-IQ-Fähigkeiten sogar. Tatsächlich. Und ich bin mal gespannt, wie sie das hier geregelt haben, weil noch komme ich, also gab es auch keine Einstellung oder so, wo ich mir dachte, oh, Gewissheit ist dumm gegen Klebunkel. Keine Einstellung, wo ich jetzt gesehen habe, okay, da kann man irgendwas anpassen. So. Da bin ich mal gespannt, wie das geregelt wurde, wie das so noch oder wie das jetzt so, ne, aussieht. Wie das später noch gezeigt wird, okay, so und so ist das, so und so wird das gemacht. Bin ich gespannt. Weil diese IQ-Fähigkeiten waren echt schon geil. Also es war ein schöner Punkt im Mystery Dungeon. Das war etwas, was mir sehr, sehr, sehr gefallen hat. Wenn ich das jetzt hier komplett missen würde, wäre das echt, das wäre doof. Tatsächlich. Also ich würde das nicht so schön finden. Mal sehen, wie das geregelt wurde. Ob das vielleicht später noch kommt oder nicht. Werden wir dann ja sehen. Kratzer. So, oh, Gewissheit. Oh, genau das mal. Komm, Verwirrung. Ich kann jetzt aber auch nicht mit, nicht den Platz tauschen. Funkchen. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel Floink angegriffen. Und das ist halt doof. Wie lange hält er? Schon wieder. Wie lange hält denn die Verwirrung an? Items. Zinelbeere. Kann ich jetzt mal bitte nicht mehr verwirrt sein? Danke. Als ob. Warum? Schon wieder? Warum geht denn jede Attacke gerade daneben? Das ist doch Kacke. Also, sorry, aber das ist halt einfach übel dumm. Warum konnte jetzt zweimal angreifen? Ich bin gerade, also, ein bisschen stört mich gerade dieses Spiel. Ich kann nicht mich bewegen, deswegen, okay. Danke. Oh, es tut mir leid, dass ich mich... Da bin ich mit Herz und Seele dabei. Das, sowas regt mich richtig auf. Ist gerade schon wieder... Ich glaube, 3 oder 4 Attacken sind hintereinander daneben gegangen. What the fuck? Warum? Ist doch kacke. Ist doch scheiße programmiert. Also, was heißt programmiert? Aber das sind halt so Momente... Das sind halt so Kleinigkeiten, die mich in so einem Spiel übel stören. Und das habt ihr wahrscheinlich... Oder wenn ihr Pokémon Blatt Grün geguckt habt, habt ihr es da wahrscheinlich schon gesehen, weil das auch sehr, sehr häufig passiert ist, dass Attacken daneben gegangen sind oder dass Verwirrung halt die ganze Zeit eingetreten ist oder halt auf Verwirrung 5 Runden angehalten hat und alle 5 Runden habe ich mich selbst verletzt und so. Und sowas ist halt... Sowas nervt halt auf Dauer und sowas stört halt übel. Und wenn das dann der Grund ist, warum man verkackt, so, warum man stirbt und der Dungeon dann nochmal machen müsste oder so, dann ist das halt... Also das ist halt, das ist ein Punkt, wo ich dann sage, okay, da rege ich mich auch gerne drüber auf. Rege ich mich sehr, sehr gerne drüber auf. Aber naja, ist jetzt halt so.
ist jetzt gerade halt so passiert. Aber wenn es noch häufiger vorkommen wird, dann werdet ihr definitiv mitbekommen, dass ich mich darüber hoffentlich, also in meinen Augen berechtigterweise, sehr drüber aufregen werde. So. Dass ich das dann auch mal sehr, sehr als... Alter. Als negativ, Punkt an dem Spiel kritisieren werde. So. Aber naja. Jetzt ist ja noch... ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch... gegen das Pokémon kämpfe ich nicht. Warum ist Floink, also Teddy, da gerade hingegangen? Das ist auch so ein Punkt. Es ist halt noch ungewohnt. Vielleicht ist also... Vielleicht einfach nur diese Ungewohnheit. Nice. Level up. Von Teddy, okay. Vielleicht diese Ungewohnheit, weil es im Mystery Dungeon 1 und 2 nicht der Fall war, dass das Pokémon dann einfach stumpf den Weg gegangen ist. So, also das fixiert sich halt auf die gegnerischen Pokémon und will halt an die gegnerischen Pokémon ran. Da muss ich, also das haben wir jetzt, wie es aussieht, noch nicht diese Option. Das haben wir erst später. Hatte ich ja hier? Taktikwahl, doch haben wir. Pokémon folgt dem Anführer. Hält sich direkt neben ihm ein Gegner auf, konzentriert es sich darauf anzugreifen. Mir nach. Ist doch das Richtige dann, ne? Das Pokémon folgt dem Anführer und geht auf Gegner zu, wenn es diese entdeckt. Das Pokémon folgt dem Anführer und setzt keinerlei Attacken ein. Nee, ist dumm. Das Pokémon folgt dem Anführer, entdeckt es einen Gegner, geht es zum Angriff über. Nee. Kümmert sich nicht um den Anführer. Warte hier, weg von hier. Greift die Flo. Ich glaube, mir nach ist die richtige Taktik. Okay, dann habe ich das jetzt. Okay, das konnte ich vorhin. Also, vorhin, was heißt vorhin? Letztens noch nicht auswählen. Habe ich extra nachgeguckt. Konnte ich nicht machen. Deswegen war ich gerade ein wenig. Ich setze mal lieber zweimal Drachen. Obwohl, komm, das dürfte reichen. Ja. Deswegen war ich so verwirrt, dass man das erst vielleicht als wirkliches Team oder so machen kann. Aber nein. Wie es aussieht, nicht. Gut. Habe ich die Option jetzt auch gefunden. Finde ich gut. Jetzt bleibt er nämlich hier stehen und wartet auf den Gegner. Das ist schön, das ist schön. So will ich das. KP von Doki auf 2 erhöht. Wir haben leider noch keine neue Attacke gelernt. Das ist aber okay. So, ich bin jetzt Level 12. Und Teddy Level... Nee, auch Level 12. Okay. Teddy hat ein Level, also ein paar Erfahrungspunkte. 2, 3 Gegner oder so vor uns. Okay. Also Vorsprung, so. Alles klar. Hä? Was hast du denn? Ich denke, dass ich lieber umkehren sollte. Woher ist der plötzliche Sinneswandel? Ich glaube, dass ich mich in Rastatt ein wenig habe überrumpeln lassen. Ich habe unüberlegt gehandelt. Als ich hörte, dass ich im Nu würde stärker werden könnte... habe ich ohne nachzudenken ja gesagt. Deshalb bin ich euch bis hierher gefolgt. Aber einfach so stark zu werden, ist wohl doch nicht so wirklich das, was ich möchte. Ah. Ja, und außerdem denke ich, dass es unmöglich ist, einfach so mir nichts, dir nichts, stark zu werden. Ah. Ja, deshalb werde ich nun umkehren. Ja, auf Wiedersehen. Stehen geblieben, du Wicht. Das sieht nicht gut aus. Haha, du bist ein echter Schnellmerker. Es gibt da nur ein klitzekleines Problem. Deine Einsicht kommt ein bisschen zu spät, findest du nicht? In der Tat. Und wie du so richtig gesagt hast, gibt es natürlich kein Wundermittel, das dich sofort stärker macht. Sonst geht es nämlich nur um eins, und zwar um deine Kohle. Los, lass sofort den Zaster rüberwachsen und alle Items, die du bei dir trägst, aber ein bisschen Dalli. Wenn du schön brav bist, brav tust, was wir dir sagen, kommst du mit dem Schrecken davon. Na, weh mir.